Frohe Weihnachten, Leute. Ho, ho, ho. Zu jedem guten Weihnachtsfest gehört auch ein gutes veganes Weihnachtsessen. Und deswegen wollen wir heute für euch kochen. Und zwar verschiedene Sachen. Ohne tote Tiere auf dem Teller. Ohne tote Tiere. Wichtig. Ohne Leiden. Und trotzdem lecker. Dazu haben wir hier Zutaten besorgt. Für die Vorspeise, für den Hauptgang und auch fürs Dessert ein paar Leckereien. Ja, wir haben keine Kosten gescheut und waren in den luxuriösesten Läden, wie man hier sieht, vegans. Heute wird richtig gegönnt. Wir machen zum Ersten ein paar Kekse zum Nachtisch. Dann haben wir hier drüben ein Hauptgericht. Wir machen Klöße mit Rotkohl, verschiedenen Braten, probieren wir für euch aus. Alle von vegans gekauft. Und eine Soße, die hier vorne steht. Als Vorspeise gibt es eine Suppe aus Kürbis. Und dann haben wir noch... Mr. Ansko hat noch was gebracht. Mr. Ansko wird seine japanischen Skills anwenden, um uns japanisches Curry zu kochen und gleichzeitig noch Dumplings mit Sojasprossen zuzubereiten. So, stay tuned und wir sehen uns auf der anderen Seite. Guten Hunger. Wir haben jetzt fertig geschnibbelt, Kürbis, Zwiebeln, alles was ihr seht, Rotkohl und fangen jetzt an mit dem Kochen. Angefangen bei der Kürbissuppe, die bereite ich zu. Wir haben uns jetzt in Teams aufgeteilt, damit das nicht so verwirrend wird vor der Kamera. Genau, das heißt, ich fange als Erster an. Okay, los geht's. Zwiebeln in den Topf. Nicht ankleben lassen, deswegen habe ich extra mein Olivenöl mitgebracht. Das Gute, aus der Heimat. Davon so einen Schluck rein, das ist gut dosieren. Ja, das passt, ja. Vermischen. Kann man das gut sehen? Kann man gut sehen. I love my cook show, to be honest. Ich muss sagen, ich koche gar nicht so viel mit Zwiebeln, weil ich find's ehrlich gesagt nervig, weil die erstens reizend für die Augen sind und ich finde geschmacklich sind die so dominant manchmal, dass man oft einfach die als easy hack benutzt, um Essen lecker zu machen. Aber man kann auch mit vielen anderen Dingen Essen schmackhaft machen und das mache ich lieber so. Und auch sonst koche ich nicht so mit so viel Öl. Aber für euch gerne. Also an Gewürzen mache ich ein bisschen Kümmel rein, ein bisschen Paprika, edelsüß. Oder ein bisschen Garam Masala, auch nicht schlecht. Freestyle. Look at that. Dann mache ich mal noch ein bisschen Porree dazu. Und mache hier noch ein bisschen Feuer. Und wir haben jetzt leider keine Sojamilch, deswegen nehmen wir Mandelmilch. Flow State. Genau, das hier noch ein bisschen anrösten lassen für die Röstaromen. Ich mache noch ist das Sojasauce, oder, Ansgar? Okay, dann mache ich davon noch einen Schuss rein. Also, wenn ihr das hier riechen könntet, ne? Genau, wenn das jetzt hier alles anfängt, schön braun zu werden unten. Kürbis dazu. Ein bisschen voll. Perfekt. Rein damit. Und noch ein bisschen Wasser dazu. Ja, und das wird ja dann eh alles schrumpeln und wird kleiner, also don't worry. So, fertig. Der nächste bitte. Arigato. So, jetzt da der Braten im Ofen ist, der braucht eine Stunde, können wir uns den anderen Teilen des Gerichts zuwenden. Und zwar Rotkohl, Klößen und der Soße. Genau. Ja, wir haben uns für die einfache Variante entschieden. Wir haben so eine Bratensoße gekauft. Weihnachten geht auch easy. Knödel gehen auch easy. Genau, Rotkohl. Davon muss man einfach nur die Substanz in Wasser mischen, Knödel formen und dann einfach kochen. Ah ja. Die Soße ist hier. Dann brauchen wir hier einen Schneebesen. Genau. Ich lasse nie was anbrennen. Perfekt. Claire weiß, dass das nicht stimmt.
einmal durchmischen, dass sich keine Klümpchen bilden. Wir haben uns schon einfach gemacht. Wir haben hier ein Dreiviertel Liter kaltes Wasser abgemessen. Da reinpacken wir den Inhalt der Klöße hier. Einmal zack, 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 ganzen Inhalt rein. Auch gut durchmischen. 10 Minuten lang ruhen. Dafür kommt der einfach mal an die Seite. Sag mal, sind wir eigentlich professionelle Köche? Natürlich. Natürlich. Jeder Veganer oder jede Veganerin ist eigentlich ein professioneller Koch. Findet ihr Männer, die kochen können? Sexy? Natürlich. Also ich finde mich sehr sexy, ja. Okay, weg. So, es muss aufkochen, ne? Genau, einmal aufkochen. In der Zeit können wir uns eigentlich schon dem Rohkohl zuwenden. Den packen wir hier, zack, in den Topf. Dann fügen wir da ein bisschen Wasser hinzu. Wir sind heute extrem inkonsistent. Wir nehmen nicht den fertigen Rotkohl, dafür aber die fertigen Klöße. Ja. Wir wollen mal sehen, ne, wie man das halt auch andersrum machen kann. Das reicht. Das reicht. So, jetzt kochen wir das Ganze auch auf. Oh, damn. Ja, das wird dann so fest. Sieht man schon fest. Muss man so zur Seite drehen. Ja. Siehst du? Bewegt sich kaum noch. Siehst du das? In den Nass machen. Und sich dann das Ganze hier rausnehmen. So, die Soße ist am Bouncen. Das heißt, wird jetzt einfach ausgemacht. Bei den Kartoffelklößen müsst ihr aufpassen, wenn ihr so Fertigmischungen euch holt. Da gibt es auch welche, da ist ganz gerne mal Molkepulver mit drin. Wer kennt es nicht? Aber es gibt immer eine vegane Alternative. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Braten. Seht ihn euch an. Sexy. Bratensoße für den Braten. Und für später natürlich auch. Der Braten ist nicht schwarz. Alter, da muss Wasser rein. Und zwar. Einfache Wasser. Kreuzkümmel. Muskatnüsse. Wir wollen den Rotkohl ein bisschen aufpeppen. Dekadent. Lass mal einfach Gemüsebrühe reinmachen. Gemüsebrühe? Ja. Perfekt. Gemüsebrühe wertet die alle Essen auf. Alle Mahlzeiten. So, wir haben Wasser vorbereitet. Salzwasser, es kocht im Topf. Das heißt, jetzt können unsere neuen Klöße. Kannst auch hier reingucken. Achso, da kann ich auch reingucken. Die neuen Klöße können jetzt ins Wasser. Wir lassen sie einfach da rein. Zack, 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 zack. Wir bleiben jetzt 20 Minuten da drin. Bei offenem Topf köcheln sie und dann melden wir uns zurück. So, also die Suppe hat jetzt geköchelt, weiß nicht, 20 Minuten. Und jetzt wird es püriert. Fertig. Und weiter geht's im Menü. Ja, die Klöße scheinen fertig zu sein. Die nehmen wir nun runter. Der Rotkohl braucht noch etwas länger. Klöße aus dem Wasser holen. Do it. Haben jetzt 20 Minuten gekocht, Pi mal Daumen. Echt so lange? Sollten sie. We're done. Okay, also wir machen jetzt japanisches Curry-Reisel. Und dafür, das hier, müssen wir später dampfgaren, aber das dauert nur 5 Minuten. Mhm. Deswegen kommt das als letztes. Genau. Und Paolo wird jetzt erstmal den Reis waschen, weil es ist ganz wichtig bei japanischem Reis, immer 2-3 Mal waschen, damit man die Starch Reste losbekommt. Hier ist noch mehr Reis. So, und währenddessen kümmere ich mich um das Gemüse. Brauche noch ein bisschen Öl. Warte, warum machen wir das mit dem Reis? Der muss gewaschen werden, damit das Starch abgeht. Muss man das immer machen? Weil ich habe das noch nie gemacht. Man sollte es, aber man muss es nicht. Also du wirst nicht sterben davon. Also ist es ungesund oder schmeckt es dann besser einfach? Es schmeckt besser. Okay. Was wir jetzt erst machen, wir braten erstmal ein bisschen die verschiedenen Gemüsesorten an. Fangen erstmal mit den Zwiebeln an. Machst du mit oder ohne Öl? Mit ein bisschen Öl. Weil das, also man kann es auch ohne Öl machen, aber da muss man vorsichtig sein, dass die Sachen nicht ankleben und anbrennen. Normalerweise koche ich ohne Öl, aber in dem spezifischen Beispiel. Weil Öl trotzdem nicht so das Beste ist fürs Herz. Und das Beste ist eigentlich ohne Öl zu kochen, weil es halt meistens processed ist. Das gilt auch für extra virgin olive oil. Sollte man vermeiden, ist nicht so schlimm wie Fleisch oder gesättigte Fettsäuren an sich, aber besser vermeiden, sage ich immer, zu Öl. Als nächstes kommen noch die Kartoffeln. Wie lange wasche ich das? Ja, ist gut so. Okay, ja. Was nun? In den Topf? Bei dem Reis wichtig, immer 2 Finger über den Reis Wasser reinfüllen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Und noch ein bisschen Gewürz hinzufügen. Also Garlic und Turmeric ist ganz lecker. Für die Leute, die kein Englisch verstehen, Knoblauch und Kurkuma. Okay, der Reis ist am warm werden und hoffentlich aufkochen. Also wichtig beim Reis, erstmal aufkochen lassen, dann wieder runtersetzen und Deckel rauf und die dann
finde, beide kochen. Das ist nicht schlimm, wenn er unten anbrennt, sogar ganz gut. Man kann daraus Reiscracker machen. Und ja, ansonsten machen wir noch das Rest vom Gemüse jetzt. Okay, was ist jetzt der Gameplan? Erstmal weiter anbraten. Erstmal weiter noch ein bisschen anbraten. Und gleich fügen wir noch ein bisschen Wasser hinzu und dann kochen wir es erstmal für eine Weile. Okay. Und am Ende fügen kommt dann die Schokolade auch noch rein? Die Schokolade kommt als ganzes letztes rein. Okay. Ja. Gönn dir. Gönn dir den Geruch. Hm. Richtig gut. Ich kann diesen Geruch immer so identifizieren. Das ist ja so viele Sachen. Ja. Ich mach mal hier irgendwie sowas, weil das ist Ansgars Gericht und keine Ahnung, wie das geht. Das ist unser Gericht, Paolo. Genau, genau. Ich bin ja auch mehr so zum Essen als zum Kochen da, deswegen. So, und auf zwei Stücken Schokolade fügen wir 1 Liter Wasser hinzu. Ja, also diese Schokolade ist irgend so ein japanisches Curry oder so. Genau, oder? Ja, ist mega geil. Also es ist das Einzige wahrscheinlich, was so voll ist mit E-Stoffen und Sachen, wovon man ein bisschen früher stirbt. Aber es schmeckt geil. Von E-Stoffen stirbt man noch früher nicht. Das war nur ein Joke. Ach so, okay. Und wo kann man die kaufen? Im Asiamarkt. Okay. Also in jedem Asiamarkt findet ihr ja eigentlich. Wir haben auch irgendwo eine Packung, aber... Genau, die heißt irgendwie so Golden Curry oder ja, so. Ja, Golden Curry, genau. Exactly. Wir haben jetzt die scharfe Version. Ich persönlich mag die milde mehr, aber ich habe keine mehr gefunden, deswegen machen wir heute die. Also hier für das Curry nochmal, ein bisschen Dampfgarn. Ziemlich geiles Zeug, kriegt man auch im Asiamarkt. Ich finde, die besten Fleischalternativen für die, die sowas feiern, kriegt man generell im Asiamarkt sogar besser als bei Vegans. Aber das ist nur meine Meinung. Ansonsten noch die Gyoza für später. Ganz einfach, auch einfach in den Dampfgarer schieben. Kann man auch in der Mikrowelle machen. Ja, also die Schokolade reinmachen. Und umrühren, bis sie sich auflöst. Und über die Zeit verdickt sich das dann und dann hat man geiles Curry. So. Kennt ihr? Das letzte für unser Hauptgericht ist natürlich auch noch die vegane Ente von Veganz, also die Filetstückchen heißen die. Die kommen jetzt einfach in eine vorgeheizte Pfanne und die schmecken richtig gut. Ich kenne die schon vom letzten Jahr. Die schmecken wirklich Baba. Dazu ein bisschen von meinem heimischen Olivenöl wieder. Bisschen shaken. Ihr wisst Bescheid. Mehr ist es nicht. Es ist ja schon fertig eigentlich. Man muss es nur aufwärmen. Jetzt kommen die Kekse. Bisschen braun machen. Das können und wir dann haben wir noch so Tofu-Filet-Stückchen. Die kommen dann danach in die Pfanne. Und dann haben wir richtig viel Essen. Also jetzt machen wir noch letztendlich die Kekse und die Biscuits. Und dafür nehmen wir Seidentofu, machen ihn hier rein. Dann noch selbstgemachtes Erdnuss- und Sojamehl. Da braucht er noch eine Banane für den Flavor. Ja, auch ein bisschen Plant-Based Milk dazu. Und das dann alles mixen. Oh, da noch die Haferflocken dazu. Ich werde angerufen. Und Paprikosen. Und nochmal. Hey, hey. Mixen. Guten Appetit. Okay, let's dig in. Vorspeise. Oh yeah. Was für ein Fest mal, danke. Es war ziemlich nice. Mein Ranking persönlich ist, diese Ente hat gewonnen. Ja, Ente, Tofu, Curry. Oh, der Braten wirklich nicht Gyoza. Über 20 Euro. Ente, Gyoza und dann das Curry. Und die Knödel habe ich nicht probiert. Und bei mir ist ganz oben Tengersuppe. Oh, danke schön. Und die gibt's? Ja, danke fürs Einschalten. Ja. Bis zum nächsten Video, oder? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Welcome to the most dirtiest beach of the world! Aber das machen die meisten ja. Frohe Weihnachten! Ja, sagt auch jeder Influencer, dass die vor der Kamera halt so sind. Ja, echt so. Ja. Also, wir sind dann immer Laybacks. I love my cook show, to be honest. Habe ich ja schon früher mal auf Instagram gemacht. Wusstet ihr das? Nee.
Fun Fact. Als ich vegan wurde, habe ich wirklich 2-3 IG-Lives gemacht, wo ich gekocht habe. Krass, ehrlich. War jetzt auch nicht besonders, aber... Philipp, wie lange muss euer Rotkohl kochen? Und was ist mit dem Braten? Profiköche. Ey, Leute! Der Braten! Der Braten ist doch jetzt wirklich lange, lange noch schon drin. Ja. Ja. Ja, oder was? Ja, du weißt ja, wo das wo Ansgar wohnt, ne? Outtakes. Sag mal, hast du eigentlich schon Jung Brutal Vegan abonniert? Absolut. Direkt. Und Glocke aktiviert. Und sollte man vielleicht auch einen Kommentar oder so schreiben? Gerne. Lasst einen Kommentar da. Und was soll man da so kommentieren? Bleibt jung und brutal. Und natürlich vegan. Alles klar, ihr wisst, was zu tun ist.